So, guten Abend. Wir grüßen euch hier aus Leipzig und aus Hattingen. Hettingen. Hattingen. Hattingen. Andrea Hamann und Sabine und Cheat. Und Jeet. Wir haben heute ist der, für alle, die die Wiederholung sehen, ist der Sonntag, der 14. Juni 2015. Und wir haben ein interessantes Thema. Erstmal, dieses Thema ist entstanden. Wir haben mehrere Forschungsgruppen mit Pädagogik, mit Gesundheit und mit Intuition allgemein. Und in einer dieser Gruppe ist in einer dieser Gruppe ist einfach, wir schauen immer, was wo und unser Wesen alles steuern kann, dass wir in die Ermächtigung gehen, dass wir vieles selbst verändern können und oft nicht den Impuls bekommen, das zu tun. Und in einer dieser Gesundheitsgruppen, das ist Saida, ist eben das Thema Brüste gekommen. Und Andrea hat gute Informationen bekommen und das war so aufregend, ich denke nicht nur für Männer, sondern eben einfach auch für Frauen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das Thema Brüste ist ein Thema, der sehr wichtig ist und wir werden dann in Details einfach auch reingehen. Erstmal allgemein und dann werden wir 3 Tage, 3 halbe Tage verbringen, wo man auch direkt mit dem Thema individuell arbeiten kann. Es werden höchstens 8 Teilnehmer sein. Es sind schon 5 angemeldet. Es sind noch Platz für 3. Und ja, und deswegen haben wir gesagt, machen wir das einfach. Einige haben geschrieben, Mensch, ihr seid mutig, solche Themen zu nehmen, intuitiv und einfach auch das gemeinsam zu entwickeln. Ich freue mich. Und ich sehe immer, dass interessante Möglichkeiten kommen und interessante Erkenntnisse und dass es einfach auch sehr schnell geschieht, ne? Deswegen haben wir gedacht, dass wir das einfach auch machen. Okay. So, jetzt ganz kurz, ich muss kurz die Heidemarie meldet sich. Login incorrect. Okay. Heidemarie, du brauchst kein Login zu machen. Ich zeige es dir kurz. Sorry, Andrea. Für alle, die reinschreiben möchten, ist kein Login notwendig. Und zwar, wenn ihr hier in GTV seid. Ihr braucht hier nicht auf Login zu gehen, sondern nur auf den Bleistift. Und dann erscheint hier Nickname. Ich schreibe jetzt Saida. Und dann Enter drücken. Und schon kann Saida schreiben. Juhu. Okay. Was? Das ist ein bisschen zu laut Ah, eingestellt. okay. Gut. Okay. So, das zu, weil die Sendung ist interaktiv, das heißt, Zuschauer können auch Fragen stellen. Jetzt lassen wir aber Andrea erstmal beginnen. Zuschauer können Fragen stellen und deswegen gebe ich einfach auch den Hinweis. Okay, das heißt, nicht Login auf den Bleistift gehen und dann Nickname schreiben und ist kein Login notwendig. Okay. Okay, Heidemarie, wenn du es nicht schaffst, sag einfach auch Bescheid. Gut, dann grüße euch, grüße dich Sabine. Bist du hier? Du bist sowieso so klein. Ja, hier, ne? Oder ich kann zu dir. Genau, komm zu mir und dann sind wir alle zu sehen.
Jetzt geht's. Okay, wunderbar. Okay, ich guck mal. Okay. Und dann musst du Enter drücken, um. musst du Enter drücken, um. Ja. Nee, mach's runter. Nee, hier, mach dich doch. Und dann wird dein Name erscheinen auch. Okay. Reinhild ist schon drin und sein. Okay, dann. Ach, Reinhild ist auch da? Ja. Hat sie es doch geschafft. Ja, eben. Sorry, so fängt bei uns an, die Forschungen. Ist erstmal nicht so strukturiert, aber dann geht in die Tiefe. Dankeschön. So, ich würde erstmal vielleicht von Andrea eine kleine Einführung, weil sich gezeigt hat, in unserer Forschung zum Gesundheitsberater, dass sie Zugang hat und deswegen vielleicht, ob du uns ein bisschen was erzählst. Ja. Ja. Erstmal freue ich mich, euch alle zu sehen. Juhu. Und ja, wie du schon gesagt hast, es hat sich gezeigt. Du hast mich einfach gefragt, wie ist es mit den Brüsten von dieser jungen Dame? Und ich habe einfach Informationen gehabt, wo ich natürlich wieder nicht weiß, wo es her. Also ich kann immer noch nicht sagen, wie diese Informationen in mir selber erstehen, erwachsen. Ich habe da immer noch nicht. Das sind keine Worte, das sind keine Bilder, das sind trotzdem Informationen. Das ist immer noch sehr faszinierend für mich. Ich kann da, das ist für mich immer noch, ja, was sehr Undurchschaubares. Das macht es sehr spannend für mich. Das ist ein großes Abenteuer. Ich habe festgestellt, am besten kommen die Informationen bei mir, wenn ich eine klare Frage bekomme. Große Weisheit, ja. Ja, in der Welt, die uns alle verbindet, denke ich, da ist die Weisheit ja im vollen, in der kompletten Fülle vorhanden. Und ich denke mir, dass wir ja nur die Kanäle sind, durch die diese Informationen fließen können. Hm. Sonst wüssten wir ja auch, wo es herkommt, so richtig. Dann könnten wir sagen, das ist aus dem Herzen, das ist aus dem Verstand. Das könnte man ja dann zuordnen, so wie wir es ja auch gewöhnt sind. Und ich bin ja von Natur aus eher ein wissenschaftlicher Mensch. Ich komme ja aus der wissenschaftlichen Ecke. Das hat mich mein Leben lang begleitet. Und jetzt die andere Seite der Wirklichkeit kennenzulernen, das zu erforschen und das am eigenen Leib zu erleben, das ist was ganz Großartiges. Das ist, das fühlt sich sehr heilig an. Und als du mir dann, wie gedacht, die Frage gestellt hast und ich Informationen bekam, das fühlte sich sehr richtig an und sehr klar. Bei aller Unsicherheit, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt, war ich mir trotzdem sicher, das ist es so. So ist das. Und auch wenn Widerspruch gekommen wäre und zu sagen, nee, das betrifft mich jetzt gar nicht. Und auch das ist eine Information, die wichtig ist. Und das macht das, was ich selber empfinde, ja gar nicht falsch. Zeigt ja auch wieder nur die Gegenseite. Oder nicht die Gegenseite, die andere Seite. Und das beim Thema Brüste jetzt ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil wer spricht schon öffentlich über Brüste? Das ist ja doch eher noch ein seltenes Thema. Ja, die Männer untereinander, aber nicht öffentlich, ja. Da kann ich ja dann nichts zu sagen, da bin ich ja nicht dabei. Ich kann mir wohl alle möglichen Formen vorstellen, wie Männer über Brüste reden. Ich denke, da ist auch alles, was möglich ist, vorhanden und vertreten. Aber das, was wir machen, ist ja doch ein bisschen anders. Vielleicht nochmal, du sagst, wenn ich gute Fragen bekomme, nochmal unterstreichen. Erstmal, dass wir alle, auch in diese Forschungsgruppen, was wir machen, jeder wird verbunden mit der eigenen Weisheit. Und dass wir oft vergessen, die richtige Frage zu stellen oder wollen das nicht, weil doch die Antwort kommen könnte.
und stellen immer allgemeine Fragen, ne? Ja, das ist das, was mir auch noch sehr, sehr schwer fällt. Ich habe auch mal geschaut, warum mir das schwer fallen könnte, überhaupt so Fragen zu stellen. Aber ich bin drauf gekommen, dass das nicht tatsächlich meine primäre Aufgabe ist. Mhm. Sonst würden die Fragen in mir da sein. Sonst hätte ich sie. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was ich mir antrainieren muss oder möchte, um Antworten zu bekommen. Weil ich erlebe, die Antworten, die ich persönlich für mich brauche, die kommen, ohne dass ich gezielt eine Frage stelle. Die Antworten bieten sich mir und ich habe die Wahl, das zur Kenntnis zu nehmen und zu beherzigen oder eben nicht. In meinem Alltag funktioniert das anders. Aber für Fragen, die von anderen kommen, habe ich eine gute Intuition. Das habe ich wohl mein Leben lang schon. Denn ich bin auch immer Anlaufpartner gewesen für Fragen, für die keine Antworten gefunden wurden und wo ich dann gefragt wurde. Das kann ich jetzt erst in der Retrospektive erst richtig so feststellen. Ne? Das habe ich ja vorher gar nicht so gemerkt. Jetzt in der Rückschau, da spüre ich, dass das seit meiner Jugend, seitdem ich 13, 14 Jahre alt bin, da haben abends nach dem Zu-Bett-Gehen Leute an meine Jalousie geklopft und ich bin dann ans Fenster gegangen und dann hat es oft Gespräche gegeben, die bis in die Nacht gedauert haben. Das sind so Sachen, die kommen alle wieder in Erinnerung. Ne? Das begleitet mich schon sehr lange, so wie es ausschaut. Und es macht Spaß, das jetzt bewusst zu tun und mit euch zusammen. Schön. Ja, und das Thema Busen bzw. Brust, die Brüste, das heißt ja die Brüste, der Busen ist ja der Bereich dazwischen, wie ich jetzt frisch gelernt habe, wo ich mich damit beschäftige, das wusste ich vorher nicht. Ja, die Brüste, man hat nur Busen gesagt oder angefangen Busen zu sagen bei Frauen, um die weibliche von der männlichen Brust kenntlich zu machen, um das zu trennen. So habe ich das zumindest gefunden im Netz. Ja. Und ja, schön, dass wir da mal so ein bisschen Grundwissen auffrischen können. Also der Busen ist der Bereich zwischen den Brüsten, egal ob beim Mann oder bei der Frau. Sehr ungewohnt, aber so ist es. Ich wusste es auch nicht, ja. Ich habe es auch entdeckt im Netz, ne? Ja, das ist das Schöne, wenn man sich bewusst mit einem Thema auseinandersetzt, dann bekommt man Informationen, da wäre man so gar nicht dran gekommen, ne? Die laufen einem in der Regel nicht so über den Weg. Ja. Ja, schon spannend. Ja. Okay, dann beginnen wir, ja. Ja, sorry, wir machen es immer so, es ist einfach erstmal Allgemeines, bevor man reingeht, weil wenn man reingeht, dann geht's tief, ja. Wieso hast du jetzt sorry gesagt? Na, für manche, die jetzt die Sendung jetzt sehen, die Aufzeichnung, ne? Ja, ja, wann kommen die zum Thema? Für viele, da wir die Sachen live machen und lebendig und viele wollen, zack, man fängt an, man gibt gleich die Informationen und ganz schnell spricht, damit die Leute nicht plötzlich ins Fühlen. Also für viele ist ungewöhnlich, dass wir uns so easy unterhalten, ne? Erstmal. Okay. Ja, zumal ja heute noch zusätzlich ist, wir haben ja eine Einführungssendung. Ja. Ne? Das ist ja im Grunde nur die Einführung zu den drei anderen Terminen, wenn man da schon erwartet, dass es voll zur Sache geht. Also wir haben ja keinen Erlebnisabend angekündigt. Ne? Hier geht es ja um die Grundlagen. Einmal, wie wir da hingekommen sind und zweitens, was uns daran beschäftigt. Und drittens kommen wir dann erst in die Abende hinein, wo es dann zur Sache geht. Ne? So habe ich das zumindest verstanden. Ja, so kann man es verstehen oder auch anders, ne? Kann man das auch anders verstehen, ja. Na klar, es gibt auch viele Möglichkeiten. Also Einführungsabend finde ich sehr deutlich. Ja. Ja. Schön. Ja, ich kann ja auch ein bisschen was dazu erzählen. Einfach so, was mir so im Laufe der letzten ein, zwei Tage so im Netz über den Weg gelaufen ist und mit meinen eigenen Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, weil wenn ich hier sitze, fällt mir ja nicht immer was ein. Ne? Mhm. Und begonnen bin ich mit dem Gedanken im Grunde genommen, dass es geht ja
letztendlich jetzt um Störungen und Ungleichgewicht der weiblichen und der männlichen Brust, sofern wir männliche Teilnehmer haben werden. So? Naja, ich würde nicht sagen, dass es um Störungen geht, sondern um die Möglichkeiten, die wir haben, über die Brüste zu senden, zu empfangen und überhaupt, so wie alle anderen Organe und Körperteile, optimal zu nutzen und ja, und uns auszuweiten, mehr Ermächtigung zu haben, mehr selbst zu bestimmen und nicht zu denken, dass alles, was von außen kommt, muss so sein. Dass dabei auch Störungen oder kommen können, das ist für mich so eine andere Seite, dass wenn wir ermächtigt sind, dann verstehen wir die sogenannten Störungen oder die sogenannte Knoten oder egal was kommen kann, als Hinweise für unsere Schöpferkraft. Für das, was wir über die Brüste nicht geben oder nicht tun und die Möglichkeiten, die. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist immer für mich auf unser Lebensauftrag, auf unsere Schöpferkraft und unser Steuerungssystem durch unser Wesen, was wir mit der Brüste alles anstellen können. Nicht nur wackeln, sondern senden, sondern also geben, ernähren, heilen, sicher tausend Sachen, die uns jetzt einfallen würden, wenn wir so eine Liste machen würden. Und Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu einem Organ, der eigentlich nur im Moment sehr wenig nur zum Schneiden für Krebs oder für Zugucken oder zum Antasten für die, also bekommt einfach nicht die Aufmerksamkeit, die Würdigung aus der Sicht der Schöpfung für dieses wunderbares Organ, sagen wir, des Körpers, ich nenne es Organ jetzt, der uns Möglichkeiten gibt, so wie die Wirbelsäule, so wie auch andere Organe. Ne? Und deswegen Wissenschaftler der Gesundheit im Sinne, dass wir wollen das Leben schön leben, Luxus haben und mit alles, was wir haben, das Beste tun in diesem Leben. Ne? Nächste auch. Tiet, wie kann man es denn besser würdigen? Oder Andrea, hast du eine Idee dazu? Also ganz spontan, indem wir das machen, was wir gerade machen. Wir reden darüber. Genau. Ja. Aber ich meine, ja, das ist klar. Aber ich meine auch jeder für sich oder dass man das auch den anderen sagen kann, wie jeder selber seine Brust weiter würdigen kann und so. Das meine ich jetzt. Ganz genau. Ist der Punkt, wo Jeet jetzt gerade in die andere Richtung schon wollte, wo wir im Prinzip als Ziel, das ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen, in die Selbstermächtigung. Wir erfahren in der Regel, dass wir nicht in unserer Selbstermächtigung sind, denn bei den meisten Frauen, sage ich jetzt mal, gibt es Probleme mit der Brust. Jetzt mal ganz abgesehen von den 55% der Neuerkrankungen bei Brustkrebs. Ne? Das scheint also ein Thema zu sein, was uns alle betrifft, also das nährende Thema, das was auf der einen Seite liegt. Auf der anderen Seite würde ich aber gerne die Kehrseite erstmal beleuchten, was nämlich geschehen kann, wenn wir nicht in der Selbstermächtigung sind, wenn wir nicht in der Selbstliebe sind, nicht im Respekt unserem Körper gegenüber mit all seinen Facetten, Bestandteilen und Veränderungen, denen er unterliegt. Genau. Die Kehrseite ist nämlich dann die Störung, das Ungleichgewicht, entstanden aus Glaubenssätzen, aus Meinungen, aus Überlieferungen, aus Fehlinformationen und so weiter. Daraus entsteht ja unsere persönliche Ansicht auf etwas Bestimmtes, jetzt in dem Fall eben auf unsere Brüste. Sind wir stolz darauf? Schämen wir uns ihrer? Sehen wir das sehr abfällig als Melk, also als Euter, als Nahrungsmittelmaschine für Babys?
Welche Meinung haben wir? Welche Überzeugungen haben wir? Und wie pflegen wir das in unserem Alltag? Das entscheidet doch maßgeblich über den gesamten Zustand unseres Körpers. Und das Thema unserer Betrachtung ist dann ja auch auf der anderen Seite ein Synonym dafür, was uns organisch geschehen kann. Ja, also haben wir ein Kontaktproblem, sehen wir das auf der Haut in der Regel nach einer Weile. Bei manchen Menschen sehr schnell, unverzüglich, bei anderen dauert es einige Jahre, bis die Menge der nicht mehr in der göttlichen Ordnung sich befindlichen Zellen nach außen deutlich klar machen, dass da ein Problem vorliegt. In der Regel ist das ja vorher ein langwieriger innerer Prozess, wo wir den freien Willen haben, uns zuzuwenden oder uns abzuwenden, das wichtig zu nehmen oder nicht. Und genau diese Entscheidungen diktieren unser Leben, das wir führen. Und genau diese Dinge, die wir weghaben wollen, die wir nicht haben wollen, die begegnen uns ganz verschärft und bieten uns an, in die Lösung zu gehen, uns zu befreien und damit unsere Zellen, unsere Körper, alle Körper, egal welche Körper, in die göttliche Schwingung zurückzubringen und damit komplett vollkommen und heil zu sein. Da fehlt uns aber die Aufklärung. Bevor ich es vergesse, darf ich, während du gesprochen hast, kam schon der Hinweis, was ist die Kehrseite? Ne? Wenn unsere Brüste unbewusst sind, die Gabe des Gebens nicht gelebt wird. Die Kehrseite ist Konsum. Also wir konsumieren, wir wollen Energie haben, ne? Wir wollen immer etwas haben, wir wollen Wissen haben, wir wollen Heilung haben, wir wollen eben Energie haben, Gier. Und das heißt, auf gesellschaftlicher Ebene die Haltung des Nicht-Nahrung-Geben, zum Beispiel auch übermäßiges Fleisch essen, das ist auch eine Art von Nehmen und nicht Geben, weil ich nehme dann viel mehr Energie in mir ein, als ich eigentlich brauche. Und das hat natürlich auch mit dem Folgethema des Zunehmens zu tun, ne? Also mit der Steuerung unseres Körpers. Also, das heißt, das Thema Geben durch die Brüste, Geben, Ernähren, Milch, Kuh, Nahrung. Die Kuh ist sicher symbolisch auf viele Ebenen für das Geben. Wir haben eine Sendung über die Kuh gemacht, wie wichtig es ist, diese Energie, die Mutter, die Milch. Wir trinken immer noch Milch, auch bei, wo wir erwachsen sind, weil wir durch die Brüste nicht genug Energie, Nahrung bekommen haben. Ne? So, das heißt, Geben und Nehmen ist in Ungleichgewicht. Ja, wobei die Zeit, dass man Milch gibt, hängt ja doch mit der Schwangerschaft ganz direkt zusammen. Da besteht ja doch ein kausaler Zusammenhang. Und dass die Milch zur Verfügung steht, um das Neugeborene ortsunabhängig zu ernähren, das war ja der evolutionäre Vorteil, den wir als Mensch dadurch erreicht haben. Wir waren örtlich nicht abhängig, wir mussten nicht sesshaft sein, wenn wir Babys hatten. Man konnte trotzdem wandern, weil unser Essensvorrat für das Baby ja immer dabei war. Wenn das nicht mehr nötig war, dann ist ja auch der Milchfluss abgeklungen. Ja. Das bedeutet für mich, dass die Evolution das tatsächlich nur für die Ernährung von Nachwuchs zur Verfügung gestellt hat, im Sinne des Erfinders. Dass die Brust ein weiterhin nährendes Organ ist, das bleibt davon ja ganz unberührt. Ich habe also die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Männer sich gerne auf die Brüste legen und daraus sehr viel Kraft schöpfen können.
viele schämen sich dabei und sagen, ich komme mir gerade vor wie ein kleines Kind an Mamas Brust. Und dann, obwohl ich ganz wenig Busen habe, habe ich diese Erfahrung gemacht. Und für mich war das aber völlig natürlich. Das fühlte sich absolut natürlich an, dass mein Mann dadurch Kraft gewinnen kann. Einfach nur, indem er mit seinem Kopf, mit seiner Schaltzentrale, sage ich jetzt mal, einfach nur auf diesem Energiezentrum, weil ja auch das Herzzentrum ganz nah ist, ist das natürlich ein besonderes Energiezentrum, ne? Mhm. Und das strömen wir auch eben über unsere Brüste aus. Mhm. Und ich glaube, Männer haben dafür eine ganz sensible Antenne. Mhm. Und Kinder natürlich auch. Mhm. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na, es ging darum, dass, weil du gesagt hast, zum Allgemeinen das Thema Brüste geben, ernähren, hat auch eine Kehrseite, dass wir oft meistens darauf ausgerichtet sind, das war die Sendung auch mit Professor Vogt, auf Nehmen, wir haben Angst zu geben, so wir haben Angst zu zeigen, dass wir geben können, weil wir vielleicht man uns zu viel wegnehmen kann, und durch eben Fernsehen oder das Bildungssystem, Gesundheitssystem, wir wollen immer haben, das heißt, es gibt keine gebende Brüste, sondern es gibt im Moment sehr viele nehmende. Deswegen die Ausrichtung, dass wir unsere Brüste sozusagen, denke männlich und weiblich, wahrnehmen und fühlen und Aufmerksamkeit geben, überhaupt, nicht theoretisch, sondern dass wir das auch fühlen. Und dass wir einen Informationszugang bekommen, wie es denen geht und durch dich jetzt auch individuelle Erfahrungen machen können, dass das schon für mich ein großer Schritt ist. Ne? Okay. Ein Teil, ich hatte mich eine Zeit lang auch damit intensiver befasst, einfach aus familiären Gründen und auch bei mir. Also es ist ein Teil, speziell was die Brust betrifft, die Brüste betrifft, der Zusammenhang zwischen Beziehung, zwischen Mutter und Kind und speziell Mutter und Tochter, konnte ich feststellen, dass also aus vielen Beispielen, also persönlichen Beispielen auch, in der Familie und auch im Bekanntenkreis, dass da ein großer Zusammenhang besteht. Wenn da der Fluss nicht gegeben ist, der natürliche Fluss, und oft auch so eine natürliche, gesunde Abkopplung stattfindet, wenn es einfach so weit ist, dass tatsächlich, ja, dass es einen Zusammenhang mit Brustkrebs hatte. Das fand ich sehr interessant. Ja. Ja. Genau. Also ja. Bitte, Cheat. Nee, lass uns in den Zusammenhang. Wir waren heute bei einer Veranstaltung draußen, ne? Und zufällig, da waren Schwangerschafts... das? Nee, so ein Zentrum, ne? Mhm. Hilfe für Schwangerschaft. Da war ich gut drauf, waren viele Freunde da, habe ich gesagt, oh, ich bin schwanger. Ne? Haben die ein bisschen gelacht und plötzlich habe ich den Kontakt bekommen mit einer Gruppe, die ich schon kannte. Und in dem Zusammenhang gesagt, ist mir eingefallen, natürlich Brüste, Schwangerschaft und Brüste. Also dieser Zusammenhang in der Schwangerschaftsvorbereitung, ne? Dass man da auch das schon üben kann, aktivieren kann, vorbereiten kann, nicht nur auf das Geben des Milch, weil das nur eine Sache ist, sondern grundsätzlich, du wirst deinem Kind nähren. Ne? Du wirst geben können. Und das heißt, Vorsorgeebene, dass man einfach auch gucken kann, schon im Voraus eine Anamnese machen kann, ob das funktionieren wird. Ne? Und wie wichtig es ist, dass es nicht nur um Milch geht, sondern geht es überhaupt um Lebenskraft, um Informationen, um alles, was durch eine Brust einfach kommen kann. Ne?
Ja, durch das Geben der Milch, bei Tieren sagt man, oder bei Säugetieren, was wir ja im Grunde auch sind, sagt man ja die Kolostralmilch, die ist extrem wichtig, weil es die ersten Wochen und Monate des Neugeborenen gegen Viren, Bakterien und ähnliche Schädlinge schützt. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass Säuglinge, welches Säugers auch immer, die Erstmilch bekommen. Da wird besonders viel Wert drauf gelegt, gerade beim Menschen. Auch bei Pferden, die gezüchtet werden natürlich, wo man möchte, dass das teure Pferde werden. Bei unseren Kühen ist es leider so, dass die neugeborenen Kälber in der Regel schon mit Ersatzmilch gefüttert werden, damit wir die gute Milch bekommen von der Kuh. Das ist der Grund, warum ich keinen sogenannten Kuhsaft mehr trinke. Ich Ja, aber, ja. unterstütze das nicht. Und deswegen gibt es diese sozusagen Perversion, die Tiere, die Kuh muss die ganze Zeit Milch geben, muss die ganze Zeit diese Brüste parat haben, als Ausgleich für, ja, für dieses Unterdrückung, was bei Menschen einfach auch geschieht, ne? Ja. Der Mensch ist ja auch das einzige Säugetier, wo die Brüste nach der Stillzeit nicht wieder zurückschwellen auf ein winziges Maß, wie das bei allen anderen Säugetieren der Fall ist. Selbst bei menschenähnlichen Affen geht die Brustbildung nach der Säugezeit zurück. Das ist bei uns Frauen nicht der Fall. Wir sind da eine großartige Ausnahme. Die werden zwar wohl schon mal ein bisschen weniger, bei anderen, also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber in der Regel ist es so, dass wir als Menschen doch relativ große Brüste behalten, auch nach dem Stillen. Fand ich auch spannend. Schön. Ja, wunderbares Thema, denke ich. Ja. Ja. Was sollen wir dazu sagen? Ja, es ist Vielleicht wäre es dann. gut, einfach so ein, also für die, die jetzt vielleicht ganz neu oder so noch gar nicht wissen, unsere Forschung, wir sind da Beispiel, so ja. normal drin. Wenn man tatsächlich so ein Beispiel vielleicht, ne, damit man das nachvollziehen kann. Genau. Ja, können wir gerne Vielleicht, machen. genau, vielleicht auch nochmal, ich glaube, es wurde nicht gesagt, für die jetzt ganz neu das dann sehen. Es gibt ja jeden Donnerstag die Gesundheitsberaterforschung und daraus ist es entstanden. Hat sich das einfach gezeigt, mit, bei einem besonderen Thema, dass da einfach eine Kompetenz bei dir ist, Andrea. Genau, zu diesem Thema. Ja. Und sind wir jetzt alle ganz ja, gespannt. Das ist ganz, ganz, ganz schönes, wichtiges Thema. Und ja, wenn wir uns da Okay, das unterstützen heißt, können. wenn jemand eine Frage hat, kann die gerne stellen. Ihr könnt das gerne auch über Skype schreiben. Lieber ist mir über den Chat, weil dann können wir direkt Beispiele machen. Lernen geschieht in dem Moment, wo einer von uns fragt, eine Frage stellt und geantwortet wird. Das ist die eigentliche Ausbildung, weil in diesem Moment lernen wir nach Erfahrung 1, Erfahrung 2, Erfahrung 3, wie das Ganze funktioniert. Wir sind schon durchgegangen und deswegen, wenn jemand eine Frage hat, Ich war noch nicht dabei. Stimmt, du warst noch Sabine war nicht nicht dabei. dabei. Genau. Danke. Das ist Ich wahr. weiß aber Ja. nicht, wie die Frage jetzt Wie war. Ich haben wir weiß die nicht. Frage gestellt? Ja, das ist wieder das, was ich so gar nicht drauf habe. Hä? Ja. Welche Achso, Frage wie sich die überhaupt? Brust anfühlt. Von Ich was? glaube, die erste Frage war, wie fühlt sich die Brust von Saida an? Ach so, Das war die erste Frage ach so, du überhaupt, meinst jetzt die Frage schiefgestellt. an dich oder? Ja, damit sie eine Antwort Ja. bekommt. Ja, und dann habe ich das Gefühl eines Zustandes, eines haptischen Zustandes bekommen. Also man könnte jetzt sagen, fest oder weich, gespannt oder was auch immer. So, das lief in der Richtung. Also ein Zustand. Die nächste Frage weiß ich gar nicht mehr. Wo die Energie ist. Ob die Energie in den Brüsten ist oder ob die woanders im Körper steckt. Ja, das ist ja, ich kann mich an die Fragen nicht erinnern. Deswegen fallen mir wohl auch keine ein. Deswegen muss ich mir Fragen stellen lassen. Dann kommt die Antwort entweder ganz klar oder sie kommt Okay, nicht. dann machen wir das gleich zum Beispiel, ne? Ja. Bitte, Du stellt möchtest, mir Sabine? Fragen. Okay, wie fühlen sich
Was nimmst du wahr von der Brüste allgemein von Sabine? Sabine, ich kriege so das Gefühl, die fühlen sich perfekt an. Optimal für Sabine eben. Aber mir kam das Gefühl perfekt. Weich, trotzdem sehr fest, gleichmäßig. Und wirklich halbrund, also so eine richtige halbrunde Form. Das ist ja oft so, dass der untere Teil des Busens eher stark betont ist oder eben nicht. Bei Sabine liegt ganz viel Energie in der Brust. Das ist ja sehr nährend, aber. Das ist natürlich auch ein Eindruck, den ich gewinnen konnte, seitdem ich sie kenne. Ne? Sabine ist Danke. an sich ein sehr nährendes Wesen. Liebe Sabine, ich empfinde dich als sehr nährend. Und das war jetzt auch das Gefühl, was ich hatte. Kann ich was dazu beisteuern? Immer. Also ich habe auch mit reingespürt und also ich habe auch so ähnlich wie du das gespürt. Bei mir war noch zusätzlich, dass ich wie eine Art den Milchfluss gesehen habe. Und der ist auch da, plus ein bisschen wenig. Also irgendwie so symbolisch gesehen, beim Geben hängt es irgendwie noch ein bisschen, dass sie da noch ein bisschen so ein Stocken hat irgendwie. Okay, das heißt eben die Frage, was wir, ich denke, immer stellen können, wenn Sabine den Wunsch hätte, was weiß ich, noch mehr Energie zu aktivieren, wo ist im Körper eine Energiereserve? In welches Organ bei Sabine? Wo ist eine Energiereserve, wo sie noch über die Brüste dann geben könnte? In ihrem Herzen. In ihr Herz. Ganz, ganz in der unmittelbaren Nachbarschaft. Direkt in ihrem Herzen. Das besteht eine direkte Verbindung. Okay, das heißt, in dem Moment, wo, wenn sie sagt, das ist die klassische Frage, oh, jetzt möchte ich mehr oder weniger, in diesem Fall mehr über meine Brüste Energie fließen lassen, dann verbinden sich mit ihr Herzen und die Brüste sozusagen wachsen, ne? Ohne Silikon, die wachsen im Sinne, dass die sich mehr ausrichten, dass sie sich einfach auch füllen und dass energetisch gesehen die Verbindung mit ihr Herz lässt einfach auch diese Sendestation noch erweitern und verstärken und ihr Herz freut sich. Und wenn sie das machen würde, also mehr Energie aus dem Herzen, wo im Körper gibt es dann eine Entspannung? Die Schultern sehe ich. Schultern. Also Verantwortung. Sie kann ein bisschen Verantwortung abschütteln oder Unsicherheit oder ein paar Ängste. Ja, ich denke, also erstmal, was ich jetzt noch nachsetzen wollte, die Verbindung zwischen Sabines Herz und ihrer Brust, die ist immer da. Wenn Sabine sich bewusst darauf konzentriert, dann kann die Energie leichter und spürbarer fließen. Das ist der Punkt. Das ist es einfach. Die Verbindung ist immer da, die muss gar nicht mehr geschaffen werden. Da geht es um die bewusste Hinwendung auf diesen Prozess des Energieflusses selber, der durch unser Wesen bestimmt wird. Die Entspannung
die daraufhin in die Schultern hineinkommt, findet genauso fließend statt wie der nährende Prozess nach außen, der durch das bewusste Auseinandersetzen damit oder mit der bewussten Beschäftigung damit zustande kommt. Das ist schon der Beginn des Flusses. Die Beschäftigung überhaupt damit. Wenn man sich dann natürlich noch verbindet mit dem Universum und unserer Erde, mit Mutter Erde, dann fließt das natürlich noch zuverlässiger und beständiger. Das können wir ja für uns alle auch einüben. Und das würde ich auch gerne in den 3 Terminen, die du da gemacht hast, das würde ich auch gerne meditativ als Einstimmung nehmen. Und ich habe da auch schon ein bisschen was geschrieben. Intuitiv als Einstieg für diese 4 Stunden an den Sonntagen jeweils. Ich freue mich da richtig drauf. So. Dankeschön. Das heißt, da wir die Absicht ist heute Abend, dass wir die Möglichkeit haben, es zu regulieren. Deswegen stelle ich die Frage. Natürlich, man kann zufrieden sein, man kann das wollen. So, jetzt möchte ich schon mein Wesen erweitern und oder in Bezug auf meine Brüste erweitern. Dann verbinde ich mich tiefer mit meinem Herzen. Und wenn ich mich tiefer mit meinem Herzen verbinde, ist dieser Steuerungsmechanismus, dass die Aufmerksamkeit auf die Brüste geht und dass die sich einfach in irgendeine Form anders ausrichten oder fester werden oder größer werden. Und das hat auch immer auch eine Resonanz auf den Körper. Jetzt, so wie du gesagt hast, kann sein, jetzt spekulativ, dass es dann in dem Moment, wo sie mehr durch die Brüste Herzensenergie gibt, dann muss sie weniger machen und die Schulter können sich einfach auch entspannen. Ne? Ja, jetzt das vielleicht ist der Energieausgleich, der da stattfindet. Ja. Und das ist oft ganz schnell spürbar. Manchmal dauert es länger, je nachdem, wie lange wir uns diesem Problem nicht zugewendet haben. Mhm. Ja. Also in diesem Sinne haben wir die Fähigkeit, jeder von sich aus der Steuerung durch unsere Taten und meistens ist es einfach, indem wir uns erweitern. Aber jetzt einfach um zu sehen, ich denke, weil viele Fragen da sind, wenn wir jetzt spekulativ so aus der Sicht der Anamnese schauen könnten, weil die Fragen kommen, wurde, hätte, das sollte man nicht sagen, aber machen wir, um zu lernen, Sabine immer ihre Herzenskraft unterdrückt und blockiert und Angst gehabt, sie auszudrücken. Was sind dann mögliche Konsequenzen? Das Erste, was passiert, ist, dass wir uns bewusst oder unbewusst in eine Unordnung begeben. Weil das ja das Gegenteil von dem ist, was die göttliche Ordnung für uns vorsieht, nämlich Frieden und Heilsein. Okay, was geschieht auf Materieebene? Wenn sie zum Beispiel einen Knoten in ihr Herzen macht, ne, oder gemacht hätte. So, das heißt, ich möchte nur sagen, dass wenn wir uns, alles, was uns geschieht, ist immer, wenn wir etwas zurückhalten. Ne? Weil wir haben oft Ängste, oh, jetzt könnte hier was kommen oder könnte da was kommen oder. Das heißt, wir haben die Steuerung für diese Sachen, für das, was geschieht. Und wenn zum Beispiel eben Probleme kommen oder etwas schwächer wird oder, würde ich einfach nicht generell, sondern individuell schauen, was mit dem System geschieht, damit wir diese Angst, unser Herz zu leben, wieder öffnen. Ne? Oder diese Angst, unsere Kraft zu geben, wieder öffnen. Das heißt, alles, was auch mit dem Busen zu tun hat, mit der Brüste, hat es einfach mit diesen Prozessen zu tun. Und dass wir nicht Angst bekommen, sondern, wow, Signal, jetzt kann ich ein Organ von mir verändern, öffnen, aktivieren, danke für das Signal und jetzt wird die Arbeit gemacht.
Ganz genau. Ja, das ist die Einladung, die an uns alle gerichtet ist, ne? Ja. Für mich geht es immer mehr nur um den Zustand des Bewusstseins. Das kristallisiert sich immer, immer weiter heraus, egal um welches Thema das geht. Ob es um ein inneres Thema geht oder ein äußeres Thema, über das Bewusstsein, über die persönliche und willentliche Hinwendung zu welchem Thema auch immer, am besten natürlich zu allen Themen, dann kann ich damit in Frieden sein oder in Frieden kommen. Wenn ich mit was nicht im Frieden bin oder in meinem Körper was nicht stimmt, ich ein Zipperlein habe oder ein Ego-Wehwehchen oder was auch immer, das sind immer Einladungen unserer Dualität, das Dahinterliegende zu erforschen. Ja, das sind alles Türöffner und wir können uns entscheiden, das anzugehen, die Türklinke in die Hand zu nehmen und zu sagen, mal gucken, was uns dahinter erwartet. Oder wir können da achtlos dran vorübergehen. Dann wird es sich einfach immer mal wieder melden und fragen, bist du jetzt so weit, um das zu lernen, was hinter mir verborgen ist? Ja, je nachdem, wie alt man wird und wie vehement das Thema klopft und wir das wieder wegschieben wollen oder was immer damit auch machen oder nichts damit machen, das ist die andere Seite, ne? Dann begleitet uns das eben unter Umständen auch in einem parallel im physischen angelegten Veränderungsprozess. Alles, was wir denken, was wir fühlen, was wir sprechen, all das hat ja direkten Einfluss auf unsere Materie. Das ist ja im Grunde nur ein Synonym dafür. Das passiert immer auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Und das mag sein, dass mit dem ersten negativen Gedanken oder mit einer Handlung, mit einem Wunsch, was auch immer, dass damit eine einzige Zelle nicht mehr in der göttlichen Ordnung ist. Und je nachdem, wie häufig der Prozess wiederholt wird, über welchen Zeitraum, eben mit welcher Vehemenz und wie wichtig das Thema auch ist, dementsprechend verändert sich unser Körper immer weiter. Das ist ja ein stetiger Prozess, der erstmal zum Stillstand gebracht werden kann, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Wenn wir uns dann noch in das reiche Reich der Kehrseite begeben, nämlich schauen, was steckt für uns als Schatz dahinter. Was ist das, was wir auf der anderen Seite tun können? Nicht ertragen und erdulden und erleiden, sondern was kann ich tun damit? Genau, können wir Was ist eben vielleicht noch meine ein Macht? Beispiel machen? Ja, klar. Also vielleicht eben, wenn jemand, ich habe jetzt Studiotelefon einfach Das ist gut. eingeblendet, wenn jemand anrufen möchte, kann natürlich auch über Skype noch jemand dazu tun. Ich denke, die Heidemarie wollte was fragen, aber sie hat es nicht in den Chat. Kannst du gerne schreiben, ob du über Skype dazu möchtest, aber dann würdest du auch zu sehen sein in der Live-Sendung, wenn du möchtest. Und ich hole das Telefon, wenn jemand anrufen möchte, kann das gerne tun und ich stelle auch auf laut. Ja, das wäre natürlich schön im direkten Austausch, ne? Es geht natürlich auch ohne. Wir haben das ja damals was heißt damals, vor einem halben Jahr im Matrix-Familiencode auch alles per Chat gemacht. Das war ja auch gar kein Problem. Ich denke, das geht jetzt auch so. Aber viel schöner ist es natürlich, wenn man dann im Austausch ist, im direkten, ne? Ja. Das ist einfach auch noch präziser, denke ich. Eben, das heißt, entweder noch ein Beispiel, weil ich denke, die Beispiele, die sagen immer alles, ne? Eben, jede Situation ist anders. Das heißt jetzt nicht natürlich, was für Sabine jetzt gilt. Das war jetzt nicht das Beispiel, wo wir lernen können, weil bei ihr ist ja ein Gleichgewicht. Das, was bei Sabine gilt, gilt bei den anderen nicht. Das ist jetzt ihre Art, die Steuerung der Brüste. Und jeder hat eine andere Art, ne? Und darum geht's. Und deswegen machen wir diese Forschung, diese 3x4 Stunden, wo wir voneinander lernen können und jede Information bekommt.
wie das eigene System dann einfach auch funktioniert. Ne? Da habe ich mal eine Frage. Du hast doch bei mir schon geschaut, Andrea, ne? Und da hast du ja gesagt, dass meine Energie des Gebens bei den Schulternblättern hängt. Und das Spannende ist, seit der Sendung kribbelt das da hinten die ganze Zeit und das ist so, wie als ob die, naja, ich weiß nicht, wie als ob sich so ein Knoten auflöst. Kann man das vielleicht nochmal für alle, die jetzt schauen, wie die Informationen, wie die ganzen Informationen waren, damit die anderen folgen können? Ja, wie waren die Informationen, Andrea? Ich habe deine Brüste als relativ weich und nachgiebig gesehen, die eher weniger gefüllt sind, Na, so Lea von der schon. Anatomie her, ne? So hatte ich das gesehen. Na. Und dass die Kraft, die du über deine Brüste geben kannst, das Nährende, was du eben über den Weg deiner Brüste geben kannst, dass diese Energie in deinen Schultern festsitzt. Beziehungsweise Schulterblättern. Beide. Ja, ganz genau. Unter den, also unter diesen, unter den Schulterblättern quasi, direkt Genau. unterhalb der Schulterblätter, nach innen hinweg. Ja, und genau da habe ich Ja. das gemerkt, dass es von Aha. Anfang an jetzt so die ganze Zeit gearbeitet hat, dass so wie ein Knistern, wie so ein Okay. Knoten, der sich aufgelöst hat. Und was Ja, ist? das, oh, beobachte das bitte weiter, das ist großartig. Das ist nämlich, da kommt was in Bewegung, das ist das, was du spürst, ne? Und was ist das Das für ist diese eine Fest. Energie? Was das für eine Energie ist. Naja, Also, das heißt, bei den Schulterblättern ist eine Energie, was, wenn du sie entfachen würdest, würdest du durch die Brüste mehr geben können, die oder? Energie des Gebens, so hatte ich Eben. das verstanden, Und oder? welche Energie ist bei den Schulterblättern? Das ist, ich kann das nur allgemein als Lebensenergie und als Lichtenergie bezeichnen. Ich Und kenne die verschiedenen Energieformen nicht oder noch nicht. das können wir aber jetzt abfragen. Also, was für eine Ja, Energie? deswegen habe ich ja gerade. Ja. Ich bekomme die Information, das ist pure Ach Lebensenergie. so, okay. Das betrifft überhaupt das ganze Thema Brüste. Ach so, ja, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Das wisst ihr ja gar nicht, was in meinem Kopf so vorgeht. Also pure Lebensenergie, was hast du noch gesagt? Um Licht. Das Licht. sind, das ist, ja, das Lebensenergie ist auch Licht. Eine ganz spezielle Form des Lichtes. Das ist die Heiligung. Heilung ist Heiligung. Und wenn wir dieser Energie, die Lebensenergie, die entsprechende Aufmerksamkeit zuwenden, uns ihrer bewusst werden, dann wird es nahrhaft. Nicht nur für uns, sondern für jeden anderen um uns herum. Ob es Pflanzen oder Tiere oder Menschen sind, das kann man dann, wenn man das ganz bewusst macht, wenn man diese Lebensenergie bewusst fließen lässt, dann leuchtet man tatsächlich für andere. Für den einen oder anderen, der da das Auge für hat. Nicht für jeden. Andere merken einfach nur eine Veränderung. Aber es gibt Menschen, die spüren diese lichte Energie. Und das ist diese Lebensenergie, die fließen kann. Die macht hell von innen und von außen. Und dann wollte ich noch dazu sagen, also ich habe das dann, weil du ja gesagt hast, dass ich das dann wie, naja, ich nenne es jetzt mal aktivieren kann, dass ich mir vorstelle von den Schulterblättern über die Schultern, dass das die Energie in die Brüste vorfließt und dass ich dann das so geben kann. Und das habe ich dann halt auch mit Romy geübt, da habe ich das dann gleich so angewendet und das hat auch Ja. schon geklappt. Also dass ich das dann Ja. auch so gespürt habe, wie die Energie dahin geflossen ist und sie hat auch gemerkt, dass was angekommen ist. Und ich spürte gerade, bevor du mit eingestiegen bist, spürte ich bei Rumi das ganz große Bedürfnis, genährt zu werden durch deine Energie. Ah. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, so ganz nebenbei. Ja, das ist spannend, weil sie meinte dann, sie kann diese Energie irgendwie nicht richtig annehmen. Ja, aber das kann man mal üben. Geschehen lassen.
Also mir scheint es, Romy kann es gut gebrauchen und es wehrt sich einfach nur was im Verstand. Ja, nur darf ich? Ja. Eben, das ist die Sache, ist diese Energie, pure Lebensenergie und Lichtenergie, Schulterblätter, Engel, ne? Es ist dein Wunsch oder es ist dein Plan, sie noch zu aktivieren. Ne? Mhm. Weil der Zustand, wenn deine Brüste leer sind, das heißt, du machst das noch nicht. Ne? Mhm. Und wie läuft das jetzt? Das heißt immer, du hast die Möglichkeit, deine Steuerungszentrale, dein Wesen, wie machst du das jetzt, diese pure Lebensenergie, dieses Licht zu aktivieren und es dann über das Medium Brüste fließen lassen? Über die Vorstellungskraft. Genau. Genau. Ja, Vorstellung. Ja, aber ist auch immer ein Risiko. Wieso ein Risiko? Wenn du pure Lebensenergie aktivierst, dann wirst du gesehen. Ach so. Dann kannst du was Falsches machen, glaubst du. Dann wirst du dich nicht mehr zurückhalten können. Dann wird es grenzenlos sein, im Sinne das. Das heißt, ist nicht, ich stelle mir das vor, sondern es ist wirklich, juhu, ich komme, egal ob es euch nervt oder nicht, da, 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 da. So, ne? Ich auch die Männer mehr. Es ist nicht eine theoretische, es ist einfach ein innere Grenzen überschreiten. Also diese pure Lebensenergie, du riskierst, dich zu blamieren, riskierst Fehler zu machen, riskierst anzukommen, riskierst, dass dich dann alle lieben, riskierst, dass dich niemand liebt, riskierst immer irgendwas. Ne? Hm. So, und deswegen, wenn ich das so sagen darf, weil es geht um immer um diese Feld, wo wir wirken können, aktivieren können, wo wir verändern können, es kleiner machen, größer machen, es heilen, es entspannen, es weicher machen, härter machen und so weiter, ne, dass wir das Ganze einfach steuern können. Hm. Und das heißt, dieses Akzeptieren, diese pure Lebensenergie, diese Hingabe, diese Bedingungslosigkeit, diese Absichtslosigkeit, das ist schon ein... Ne? So, das heißt, immer wenn du das machst, so wie ich das jetzt verstehe, dann wirst du eine Veränderung auf der Materie spüren. Wenn du glaubst, das zu machen, dann wird sich das nicht verändern. Ne? Aber gucken wir vielleicht noch die Kehrseite. Welche Stelle in ihr Körper, darf ich? Hm? Welche Stelle in ihr Körper wird sich entspannen, wenn sie pure Lebensenergie und Licht gibt, durch die Brüste? Naja, da wo es gespeichert ist, was im Moment noch nicht ausreichend fließt. Die Punkte unter den Schulterblättern. Da kommt es, von da aus muss, nein, muss nicht, von da aus besteht die Möglichkeit, dass diese Energie, die da gestaut ist, in den Fluss kommt und sich dadurch eben entspannt. Ich sehe da gar keine weitere Beteiligung. Okay. Von anderen Organen oder Körperteilen. Okay, das heißt, da liegt die Kraft und da liegt auch die Entspannung. Wenn sie das gibt, ja, bekommt sie in den Schulterblätter auch den Rückfluss, indem die Schulterblätter sich entspannen und sie dann mich nicht mehr verprügeln möchte. So, ja, ne? Ja, da sitzt ganz viel, bei Saida sitzt ganz viel Aggression in den Schultern. Hm. Da spricht sie auch körperlich eine sehr deutliche Sprache. Da sitzt zwar die Demonstration weiter oben hier am Schultergürtel und in den Oberarmgelenken, genau. Und dementsprechend sind auch schon ein paar Muskeln und Sehnen etwas verkürzt hier im Klavikularbereich, also hier am Schlüsselbein. Das spricht ihr Körper schon. Aber die Ursache dafür liegt weiter unten und hinten unterhalb der Schulterblätter.
da sitzt Energie gefangen, die eben durch Betrachtung in Fluss gesetzt werden kann, die überläuft und dann aber auch gegeben werden. Muss nicht. Dann staut sich das Ganze aber wieder. Wenn das einmal erkannt ist und nicht praktiziert wird, dann geht das auch wieder in die andere Richtung zurück. Ne? Das ist also keine Einbahnstraße. Wenn man sich nicht mehr darum kümmert, dann ist das wieder rückläufig. Und dann können Dinge, die eigentlich schon erledigt waren, sehr wohl wieder zu dem werden, was sie waren. So sehe ich das. Ich habe da jetzt noch eine genauere Frage dazu, weil ich das ja jetzt schon gemacht habe. Merkst du da jetzt schon einen Unterschied zum Anfang, dass das jetzt sich schon verändert hat? So feine Informationen habe ich da nicht erhalten am Donnerstag. Das war eher so ein allgemeines Gefühl von Weichheit. Was ich jetzt für eine Information ist, minimal, wenn überhaupt, eine Veränderung an den seitlichen Bereichen deiner Brüste. Da aber auf beiden Seiten synchron. Da ist ein, ich würde fast sagen, da ist ein wenig mehr Material eingelagert. Also das ist wirklich wirklich minimal. Ich sage ja auch, wenn überhaupt. Aber das ist das, was ich für beide Seiten sehe, dass sich da minimal mehr Zellen ansiedeln. Das heißt nicht, dass das jetzt schon eine Formveränderung geben kann. Ne? So eine Zelle ist ja doch mächtig klein. Aber dass da eine Neuorientierung, eine Neuordnung beginnt, das lässt sich nicht übersehen. Aber das ist der Beginn. Da merkst du auch einen Unterschied von der Energie, weil sich das ja jetzt schon bei mir hinten auflöst, dass sie schon nach vorne geflossen ist, weil ich das Gefühl habe, dass schon vorne was angekommen ist. Das tut es auch. Aber jetzt im Moment, glaube ich, ist dieser aktive Fluss nur möglich, wenn du dich da im Moment auch wirklich bewusst mit beschäftigst. Von alleine fließt da noch nichts. Ja, das stimmt. In dem Moment, wo du mit deinem Herzen und mit deiner Vision dabei bist, dann fließt das aktiv, dann kannst du das auch spüren. Sobald du ablässt davon, ist das weg. Dann fließt das nicht. Ja, und irgendwann kann ich da auch so weit sein, dass das von alleine fließt, ohne dass ich mich darauf konzentrieren brauche. Absolut, ja. Das ist immer möglich. Wenn du deinen Raum anfängst, hey, hey, hallo, ich bin hier. Und rumtanzt und voll alle segnest und dich freust, dass alle da sind. Das unterstützt den Prozess natürlich, wenn du das auch ins Außen kehrst. Ja. Es ist vereinfacht, den Prozess auch, das ins Fließen zu bringen und im Fließen zu lassen, wenn du deine Umwelt daran teilhaben lässt. Also ich würde das sowieso als Übung, weil normalerweise wir können auch begleiten. Ich sehe das in der Form des Tanzes, des Alleintanzes. Ne? Dass du das ausdrücken kannst, das heißt, wenn du möchtest, dass du dich täglich hinstellst und diese pure Energie einfach für dich hier gibt es an erster Stelle und dich austobst in diesem göttlichen Selbsttanz, wo du glücklich bist, wo du Licht bist und dass du es dir selbst gibst. In dem Moment, wo du etwas erwartest, gleich Resultate, ne, macht man schon wieder der Regel ein bisschen zu. Ne? Dass du in einem längeren Prozess dir das täglich gibst. Und zum Beispiel, ich sehe das einfach über und durch Tanz, ne? Und voller Genuss deiner selbst durch den Tanz, durch den Selbsttanz, Alleintanz, nicht mit anderen, ohne Musik, nur für dich, wo du deinen Körper bewegst. Ne? Dass du da ein Thermometer bekommst, ne? Wie du das messen kannst. Ne? Du wirst dabei deine eigene innere Melodie entdecken können. Ja. Und wenn du die hörst, dann ist der Fluss deiner Lebensenergie, dann ist der mehr oder weniger garantiert. Wenn du deine eigene Melodie hast und die hörst, wann immer sie bei dir ist, dann fließt auch deine Lebensenergie. Und du sagst hier, hey, und anfängst, ich bin, und es anfängt zu fließen. Das kann sich dann innerhalb auch 2-3 Tagen, das kommt einfach von das, was wir loslassen. Ne? So diese Kontrolle.
oder dieses Erwarten oder dieses, was passiert, wenn ich das mache, dieses Denken dazwischen, so wie ein Sufi, so wie ein ja, diese Künstler, je mehr du dich hingibst. Aber der erste Schritt sehe ich das einfach, dass es einfach, dass du das für dich machst. Eine pure Lebensenergie für dich, weil sonst hängen wir das immer an irgendein Resultat, an eine Person. Oh, gib die mir zurück oder der und so, ne? Das funktioniert nicht. Funktioniert nur aus sich selbst heraus. Wenn man selber so aufgetankt ist, ich sage jetzt mal wie Sabine, wenn man so in der Fülle ist wie Sabine, dann, Du, wie ich, oder sagen wir so, wenn man so in der Fülle ist, wie ich Sabine sehe, wie ich sie hat spüre, bestimmt auch noch Potenzial. absolut, die haben wir auch schon angesprochen zum Teil. Aber diese Baby, relativ große Sabine. Fülle, dann ist man auch in der Lage, grenzenlos zu verschenken. Dann geschieht das von selbst. Das ist Ja, es. genau. Im besten Falle geschieht das ganz automatisch. Werde ich mir aber dessen auch noch bewusst, ist das ja eine zusätzliche Stärkung meiner Selbstermächtigung. Das ist ja nochmal das i-Tüpfelchen dann. Ich habe noch eine Frage dazu, weil du gesagt hast, wenn ich mich nicht darauf bewusst konzentriere, also das mache mit dem Geben dieser Energie, dass das dann auch zurückgehen kann wieder. Ja, aber irgendwann ist es doch schon automatisch so. Also meinst du, bis es automatisch geht oder wie ist das zu verstehen? Weil du gemeint hast, dass es ja nicht bloß eine Einbahnstraße ist. Ja, das kann sich auch wieder zurückbilden, ganz genau. Ja, das ist Dieser das. ganze Prozess ist auch in beiden Richtungen sehr beweglich. Das hängt immer nur von deinem Bewusstsein ab. Du steuerst deine Materie. Geist steuert Materie. Materie folgt dem Geist, mehr oder weniger schnell. Das ist in beiden Richtungen möglich und auch nötig. Das ist das, was wir mit unserer Macht, eben mit unserer Selbstermächtigung, das sind die Wirkungen, die wir erleben in allen beiden Richtungen. Tun wir was, merken wir was, tun wir nichts, merken wir das auch. Wir können aber entscheiden, in welcher Richtung wir wirken. Also das heißt, wenn ich am Anfang dranbleiben würde und dann aufhöre, dann würde es wieder zurückgehen. Ich denke, es würde auch, wenn es zur Gewohnheit geworden ist, wenn es ganz normal geworden ist, auch dann wäre die Möglichkeit, dass es wieder rückläufig ist, solltest du dem nicht mehr angemessen Beachtung schenken. Ja, aber zum Beispiel jetzt Sabine wird sich ja jetzt auch nicht konkret da immer drauf konzentrieren, dass sie sowas macht. Oder? Nein, aber Sabine ist nicht Saida. Weil Sabine ist ja schon viel mehr Fluss vorhanden. Weil Sabine selber gefüllt ist, bewusst gefüllt ist mit Lebensenergie. Ach so. Du füllst dich noch nicht bewusst mit Lebensenergie. Wenn das aber dann sozusagen gefüllt ist und das bewusst so läuft, dann geht das Dann schon. reden wir weiter. Fällt mir gerade ein, weil das ist jetzt hier so ein Aber und. Das Okay. bringt uns nicht weiter. Nee, ich wollte bloß darauf hinaus, dass es auch irgendwann selber so Du laufen möchtest kann. wissen, was in 10 Jahren ist. Und das kann ich dir leider nicht sagen. Schade. Na, ich denke Ja, mach Schaden. einfach, das Leben ist immer ein Fluss. Das heißt, wichtig ist einfach auch, dass du das Gefühl bekommst, du steuerst alles. Ne? Also dieses Gefühl zu bekommen, nicht so, jetzt war ich brav, jetzt kann ich aufhören, was weiß ich, pure Lebensenergie zu sein. Ne? Es kommt immer irgendwas. Es geht darum, dass wir diese innere Entscheidung treffen. Es ist kein Muss, es ist keine Arbeit, es ist keine Therapie. Es geht darum, immer um was Schönes. Und wenn ein Impuls kommt, ein Knoten kommt, etwas schwächer wird, schlapper wird oder zu stark oder Schmerzen kommen, dass wir auf jeden Fall sehr wachsam sind und nach innen gehen, die Informationen abrufen, was wir zurückhalten. Welcher Teil unseres Wesens meldet sich? Wie kann ich diesen Heilungsprozess unterstützen? Und dass nur so funktioniert und dass niemand von außen dieser Prozess beeinflussen kann. Mit einer Operation oder mit Silikon oder mit Saugen oder was weiß ich was. Ne? Dass das Bewusstsein diese Erfahrungen ist und nichts bleibt fest, sondern alles, die Reise ist unendlich. Und sich einfach Tag für Tag zu freuen, wow, was mache ich jetzt heute? Oh, ich habe so viel,
pure Lebensenergie. Wow, wenn ich das zurückhalte, werden die kleiner. Wenn ich das gebe, oder was weiß ich. Also, Oder umgekehrt. ne, was mache ich heute? Ne? Was tut mir gut? Immer wenn ich mich folge in das, was mich ausmacht, wo ich zu viel habe, wo es sowieso wie ein Obstbaum mich freue, wenn die anderen das nehmen, weil dann werden die Äste ein bisschen leichter. Ne? Ich habe einen Ast mit Quitten gesehen, die waren so groß, der Ast ist fast gebrochen. Ne? Das heißt, die Freude am Geben, dass diese pure Lebensenergie geben darf, dass es genommen wird, das ist das Höchste. Ne? Und das, was wirklich dein Lebensauftrag, dich glücklich macht, gesund, in Gleichgewicht. Und wenn du dabei noch oder damit noch einen guten Job machst, dass du bei der Arbeit auch nicht leidest, sondern pure Lebensenergie geben kannst, DJ Saida oder was weiß ich was, dann, ja, dann ist es. Das ist das ganze Geheimnis des Lebens. Mir ist während der Sendung so, kriege ich mit, sich einfach mal, lade ich mal alle ein, alle Zuschauer ein und uns ein, so überhaupt bewusst zu machen. Ich kriege so, also so ganz diese ganz normalen, natürlichen Sachen, wie wir schon in der Pubertät oder überhaupt, wie wir mit unseren Brüsten umgegangen sind, wie wir, also nur ein Beispiel jetzt von mir, mir ist es jetzt durch die Sendung bewusst geworden, dass ich zum Beispiel, also ich kann ja nur sagen, wie es für mich richtig war, dass ich nie das Gefühl hatte, irgendwie ein BH zu tragen, weil mich das immer eingehängt. Ich habe das immer, ich mochte das nie, wusste aber nicht warum und jeder hat gesagt, man macht es doch aber und das ist doch und ist doch besser und ich hatte aber das Gefühl, nee, es stimmt für mich nicht und habe das auch nie gemacht, nur wirklich nur wenn es total sein musste und ganz, ja. Also überhaupt da die Zusammenhänge, für mich war das irgendwie so was Natürliches, was nicht eingesperrt gehört. So, also kriege ich jetzt so mit den Zusammenhang. Oder auch, wenn ich angesprochen werde, ja, aber dann sieht man ja vielleicht was oder ist vielleicht was durch oder was auch immer. Ich bin da manchmal ein bisschen vielleicht naiv oder also ich weiß, also für mich ist das irgendwie also sowas Natürliches, was ich nicht verstecken muss. So. Also so all die, also einfach mal so Die Bedeutung der BH, ne? Klar. also einfach mal zu beobachten. Das heißt nicht jetzt, dass es ein Rezept jetzt für alle sein soll, das meine ich nicht. Ne? Einfach mal so die Zusammenhänge kriege ich jetzt gerade so mit. Ja. So für sich selbst. Okay, dann Ja. ewiges Ja, bitte. Ja, mit der Beschäftigung allein mit dem Thema kommen so Ja, viele Dinge ans ja. Tageslicht. Das ist wirklich eine Abenteuerreise, nicht nur in die eigene Geschichte, sondern eben auch in die Geschichte der Frau als solche. Ja. Das reizt mich sehr daran. Ja. Was wir natürlich, ich weiß nicht, ob es Meditationen gibt, okay, wir reden noch, wir machen ein paar Beispiele, aber irgendwann wäre schon schön in diese Tage, wenn jemand eine Meditation machen könnte, wo man das einfach auch richtig fühlen kann, ne? Und bin gerade dabei, eine Meditation zu schreiben. Ah, okay, wunderbar, schön. Kann ich noch was fragen? Ja, Ja, gerne. gerne rum. Klar. Also, die Sabine hat ja gerade erzählt, dass sie schon in der Pubertät immer das Gefühl hat, sie müsse ihre Brüste nicht verstecken. Oder so? Na, überhaupt. Ja, oder dass Ja, oder ja, ja. viele schon angefangen haben, jetzt irgendwie, ja. Na, bei mir war es gerade andersrum. Ich habe mich immer geschämt dafür und habe die immer versteckt. Und vielleicht hast Wo du. hinten, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie. Ja. Und in der Familienaufstellung kam auch mal raus irgendwann, dass da gar keine sind. Also, dass ich die wie ausgeblendet habe. Und vielleicht hast du noch eine Information für mich. Ich weiß nicht.
Ich habe ja nicht so viele Informationen bekommen von dir letztes Mal. Du hast nur gesagt, die Brüste sind gut mit dem Unterleib verbunden. Ja, dass die Brüste und die Joni energetisch relativ ausgeglichen sind. Das war in dem Moment die Aufnahme, die ich sah. Also das ist ja immer nur eine Momentaufnahme, ne? Und bei dir ist die Energie im Verstand gestaut. So sehe ich das gerade. Du gibst da etwas noch nicht frei. Das ist noch, ja, das ist familiär. Das kannst du aber für dich verändern. Indem du dich mit dem Thema tatsächlich auseinandersetzt. Aha. Das bekommt völlig neue Beleuchtung, also es wird völlig neu beleuchtet. Und indem du dich aktiv dem Thema zuwendest, kannst du aktiv für dich selber und unter Umständen auch rückwärts für deine Ahnenlinie etwas tun. Da sehe ich ganz viel Potenzial, den Fluss herzustellen. Ich hätte das gerne auch verstanden, liebe Saida. Ich habe mich jetzt gefragt, welches Thema das sein wird oder ist, was da mit ihrer Familie, den Ahnen, zusammenhängt. Also erstmal, wo es im Körper ist. Da hat sie ja gesagt, im Kopf. Ja. Ja, nee, im Verstand, aber nicht im Kopf. Im Verstand. Ja, und wo ist im Körper? Ach der so. Verstand ist nicht im Körper. Ach so, okay, ich bin dann vom Kopf ausgegangen. Ja. Okay. Nee, ich kriege nur, dass die Energie im Verstand gehalten wird und dass sie deswegen noch nicht umgekehrt ist. Und dann ist nichts sichtbar im Körper. Nee, ich krieg nur die Verbindung. Das heißt, wenn sie es jetzt freigibt von ihr Verstand, dann wird der Körper auch sichtbar. Ja, das blüht natürlich ganz anders auf. Das gewinnt einen anderen Ausdruck. Ich denke, dass es ihr Wunsch ist. Das dürfen wir. Das ist dein Wunsch. Was ist mein Wunsch? Einen Schritt zu machen. Ja, das wäre meine Frage, was ich machen kann. Okay. Darf ich das begleiten? Das heißt, wenn du über die Grenze schaust, ne, wo ist jetzt in Romy Körper die überschüssige Kraft, die sie über die Brüste geben könnte und damit sie aktivieren und aus dem Verstand kommen und. Kann ich nicht sehen. Okay. Ich weiß, dass dann was Großartiges in Bewegung gerät, aber ich sehe nicht, was es ist. Also es ist etwas Großartiges und wo im Körper? Ja, ich kriege immer nur den Verstand. Okay. Das ist der Schlüssel. Es wird sich nicht nur eins verändern, das ist eine Initialveränderung. Da steckt viel mehr hinter. Vorausgehend ist aber wichtig die Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubenssätzen oder mit den Glaubenssätzen der Frauen der Familie oder sogar mit denen der Männer. Das hat mit den Männern zu tun. Ganz wichtig. Okay, das sind Hausaufgaben, Sachen einfach, die zu erledigen sind, klar. Und wenn die Sache dann erledigt ist, wo ist die Kraft im Körper? Wo wird aus dem Körper, für mich geht es immer Materie, 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 wo ist die Energie verankert, die nachdem alles, die ganzen Schritte gemacht worden sind, aus welchen Teils ihres Körpers wird dann sich Kraft entfalten?
Die Tante. In allen Teilen. Alle in Tante. Allen Teilen, die den Torso betreffen, wird die Lebenskraft mit einer neuen Qualität fließen. Was war der Torso nochmal? Bitte? Was war der Torso nochmal? Der ganze Körper ohne Arme und Beine. Der Kern, also Körperkern außer Extremitäten. Ach so, also Rumpf. Rumpf, ja. Ja, quasi ohne Arme, ohne Beine. Der Torso. Da ist was Großartiges, ich weiß nur nicht, das ist so viel. Ich kann das gar nicht so detailliert sagen, was ich da tue. Ich habe das Gefühl, da verändert sich ganz was Großartiges. Also in etwas. Boah. Ja. Ich kriege da nur was Großartiges, mehr kriege ich da nicht. Tut mir leid. Okay. Ich kann nur geben, was ich kriege. Na, ist doch schön, Dankeschön. Ja, das fühlt sich für mich unglaublich großartig an. Das ist was ganz, was ganz Lebendiges, was Helles, was Goldenes. In dir steckt so viel Energie zu geben, wenn du dich erstmal entschieden hast, die freizugeben und auch Energien anzunehmen dadurch. Das hat ja, ist ja ein Zwei-Wege-Modell. Das hat ja nicht nur mit Energie geben, sondern auch mit Energie annehmen zu tun. Okay, ich kriege einen Zugang zu den Augen auch, dass die Augen das sehen, dass wenn der Verstand es erlauben wird oder sich entspannen wird, dass dann sich das Sehen, was sowieso da ist, die Aktivierung, dass das Sehen freigegeben wird, dass das dann auch ein Prozess öffnen wird, des Gesehenwerden. Und wenn das Prozess des Gesehenwerden auch geschehen wird, man wird sehen und gesehen werden, dass da der Weg dann zur Öffnung des Gebens durch die Brüste aktiviert wird. Das passt wunderbar zu dem. Das ist für mich sehr stimmig, ja. Das heißt, der Verstand, es ist alles richtig, es ist wunderbar, verändert jetzt das Sehen, das liegt auf die Augen drauf. Und in dem Moment, wo zwischendurch die Augen sehen werden, was drumherum ist, wirklich den anderen sehen, dass der andere sich auch gesehen fühlen wird. Genau, durch die Augen, durch diese Aktivierung wird sich der Verstand dann an die Seite stellen und seine Aufgabe nur hinterher erfüllen, also das Dekodieren von das, was sie gesehen hat. Und wenn sie sieht, dann wird sie auch sichtbar. Und wenn die Brüste sichtbar werden, dann entsteht Kommunikation. Dann entsteht Strom. Dann entsteht irgend sowas. Dann das Magnet, das Elektromagnetfeld des Körpers wird dann so senden und empfangen, dass da große Energie Prozess in Gang kommen. Ich sehe auch so eine große Arbeit. Das ist alles vorbereitet, ob du willst oder nicht, ob da hier der Verstand drauf ist. Das sehen wir alle. Ein bisschen Geduld und bald gibt es eine Explosion. Vielleicht ein Hinweis auch, wie Andrea das gesagt hat, wir arbeiten an uns auch für das Öffnen. Jeder Mensch ist, bekommt Informationen. Es gibt keinen Mensch, der keine Informationen bekommt. Und durch die Arbeit der Einweihung natürlich, es ist dann einfacher, weil wir sind hier, wir richten die individuellen Potenziale für alle, so dass jeder den anderen dienen kann aufgrund seiner speziellen Fähigkeiten. Und dieses Informationen bekommen
ist die einzige Intelligenz, die wir haben, ist nicht, dass jetzt Andrea oder ich oder dass jemand anderen komisch ist. Intelligenz ist Informationen aus der Wahrnehmung bekommen. Nicht durch die Bücher, nicht durch das, was wir hören oder sehen, sondern dieses innere Kanal, diese biogenetische Ebene ist das, was jeder Mensch kann. Wir nutzen es, weil wir uns selbst ermächtigen, nicht Opfer von irgendwelcher Sache zu sein. In seinem kleinen Universum bin ich der Pilot. Genau. Warte mal. Also, vielen Dank, das Thema. Sie schafft es nicht zu schreiben, ist sehr interessant. Okay. Sie muss morgen früh aufstehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an... ich denke, das sind jetzt 90 Minuten schon. Wir wollten eine Stunde machen. Nur zwischen ein und halb. Okay. Möchtest du, bist du zufrieden oder soll man noch? Nein, danke, Andrea. Ich habe jetzt eine Hitzewallung bekommen. Das ist gut. Man muss erst mal duschen gehen. Das ist sehr gut. Ja, diese Hitzewallungen sind wunderbar. Das ist das beste Zeichen, dass da etwas in den heißen Prozess, in die heiße Phase übergeht. Okay, gut, danke. Das ist zum Glück für die meisten Ungleichgewichte der Fall. Nur 5% aller Ungleichgewichte sind kalter Natur. Aha, gut. Okay, dann. Nein, danke schön. Danke, danke. Gerne. Gibt es noch danke. Etwas? Nö. Vielen Dank. Ja, so souverän warst du das, Andrea, unglaublich. Ne? Ich schäme mich jetzt, wenn ich jetzt die Sachen so ein bisschen italienisch mache. So fange ich einfach auch an. Du hast dich vorbereitet, bist ganz klar. Naja, okay, jeder hat seine Art, das ist gut so. Dein Wesen strahlt und schön dich zu sehen und zu fühlen. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe sozusagen ernst und spaßig genommen hast. Spaßig, weil du es ernst genommen hast. Und für das, was du uns heute Abend geschenkt hast. Dankeschön. Ja, ich danke euch allen, dass ihr da wart, dass ihr für mich da seid, dass wir das hier gemeinsam machen können. Ich freue mich ganz besonders, dass Romy und Saida heute Abend gekommen sind. Das freut mich ganz besonders. Und ja, freue mich über jeden, der im Chat war oder das Ganze als Aufzeichnung anschaut. Und wir freuen uns alle auf die Sendung mit den Brüsten und mit dir. Ja, genau. dann geht's richtig los. Wird, ne? Die dann intern sein wird. Und für alle, die dachten, das ist dass wir... keine öffentliche Sendung. Genau, für alle, die dachten, dass wir unsere Brüste zeigen, die haben sich geirrt. Das kostet extra. Nein. Sag mal, gucken kostet extra. Ja. Und eben meine Anwesenheit. Ich finde, dass wir all diese Themen nicht zu trennen, männlich, weiblich, weil jeder hat diese Themen, das sage ich jetzt einfach abschließend, das natürlich ist für mich, für Männer auch sehr wichtig. Dankeschön und bis demnächst auf diesem Bildschirm. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Hab euch lieb. Ich auch. Die Wiederholung wird gleich starten. Es ist der erste Teil schon vorbereitet und wird dann hochgeladen. Prima, ja. Andrea schreibt rein. Danke.